Darin, let's play. Ja, und damit wieder herzlich willkommen zurück zu einer weiteren, hoffentlich spannenden Skyrim-Episode. Wir sind hier kurzzeitig in Markart unterwegs, weil wir ein bisschen was ablegen müssen. Und zwar diese ganzen Utensilien. Ach, guck mal hier, wir haben Trankmischbeutel. Da könnte ich ja dann, ist natürlich nicht so realistisch, aber ich könnte hier jetzt alle möglichen Utensilien reintun. Wir wollen ja Platz sparen. Alles ablegen. Das macht natürlich Sinn. Das macht Sinn. Das versteht jetzt vielleicht nicht jeder Zuschauer. Aber das ist ein magischer Trankmischbeutel. Dementsprechend können wir da alles reintun. Boah, ich halte hier schon die Knöpfe gedrückt, wie ich weiß nicht was. Man hört jetzt wahrscheinlich das Klicken die ganze Zeit. Aber das muss gemacht werden. Aber guck mal, wie viel Platz wir dann gleich haben. Alter Schwede, was wir hier nicht alles... Boah, ey, hier ist die Teamklamotten. Da klickst sich ja kaputt. Ich krieg schon einen steifen Finger. So, gleich haben wir alles. Zack, zack, zack. 199, so viel Platz hatten wir noch nie. Alter Verwalter. Und alles weg. Bücher haben wir auch schon abgelegt. Sehr gut. Ja, das ist der magische Trankmischbeutel. Die ist alles drin. Das macht vollkommen Sinn. Wer es nicht versteht, ja, der hat einfach keine Fantasie. Haben wir auch eine Schmiede? Wir haben hier eine Truhe. Ist da was drin? Nein, sehr gut. Da können wir doch was reinpacken. Und zwar... Alte Nordspitzhacke? Nee, das brauchen wir zum Abbauen. Die Blutskallensklinge, die können wir da erstmal reintun. Die brauchen wir nicht mehr im Moment, würde ich mal sagen. Herr Ulfriks Kriegsaxt, Alter, ich muss die mal wegbringen. Die wiegt ja auch 12. Das ist schon Gewicht. So, unsere Zarios-Maske kann da rein. Das ist auch ein Gewicht von 9. Perfekt. Und die ganzen Schriftrollen können wir verkaufen gehen. Alles klar. Was haben wir hier noch? Chitinplatte, weg. Die Diamanten und so weiter gehen wir jetzt schnell weglegen. Seelensteine haben wir ein paar. Ein paar ist gut. Herzsteine. Ich weiß nicht, was... Komm, wir tun die Herzsteine auch hier rein. Eventuell brauchen wir die nachher, aber dann müssen wir die eben wiederholen gehen. Das kann ja sein. So, was haben wir noch? Netzschleder, weg damit. Stahlrim kann auch weg. Und der Pelz und der Pelz. Ja, sehr gut. Die, beziehungsweise ein paar von den Smaragden und so weiter und so fort, die wir haben, können wir jetzt verwenden, um unsere Waffen eben zu reparieren. Das ist ja, das geht ja. Und zwar, hier ist ja schon gar nichts mehr. Ist ja schon komplett, ja. Zack, zack, zack und aufgeladen. Was haben wir hier? Zack, zack, zack und aufgeladen. Justica Knife ist noch, oh, hier ist noch sehr wenig. Nobles Schwert kann auch wieder aufgeladen werden. Und sehr gut. Haben wir schon wieder ein bisschen weniger. 126 Traglast. So wenig hatten wir noch nie. Sind's mir gut, ey. So. Nur noch schnell die Diamanten wegbringen. Wie gehabt bei uns in Weißlauf, bei uns auf dem Tisch. Dann können wir doch schnell die Händler abklappern, ein bisschen was verkaufen. Und dann sind wir auch schon wieder weg. Dann sind wir wieder auf dem Weg nach Solstheim. So, kleine Rundreise machen wir ja hier andauernd. Einsamkeit? Die Icons sind ein bisschen verschoben, oder? Ah nee, das ist einfach nur extrem bewölkt. Alter, das ist aber schon krass bewölkt, ne? Hier siehst du ja gar nichts mehr. Oder ist das, war das schon immer so? Nee, das ist anders jetzt. Komisch. Ist gerade schlecht, das Wetter mal aufziehen. Hilfe. Das Wetter ist ja so schon schlecht, den Himmelsrand. Was ist denn das schlechte Wetter am Himmelsrand? Da traut sich nicht mal ein Hund nach draußen oder ein Schaf oder nur niemals ein Schneetroll. Der sucht da das Weite. So. Die Kinder laufen wieder fröhlich durch. Ich habe einen Drache gehört. Glaube ich. Oder ich habe Hallus. Schnell, bevor der Drache hier loslegt und halb Weißlauf kaputt macht. Schön euch... Ja, hallo, wir waren schon länger nicht mehr hier, ne? Hast du irgendwelche tollen Pfeile im Angebot? Jawohl, ihr waren jetzt Pfeile. Das sind nicht die besten Pfeile, aber die richtig cool hat er nicht im Angebot. Die verkauft er nicht.
Ich habe keine Ahnung, warum. Aber ist ja, ja, ist egal. So, was willst du denn von mir haben? Ich habe im Angebot, und zwar ein paar Rollen der Erzürnung und so. Feuerball und ein paar Tränke vielleicht auch noch. Na, eigentlich nicht. Eigentlich haben wir jetzt zu viel Geld gegeben. Wir sind doof. Jetzt kriege ich nie wieder raus. Wobei doch, wir verkaufen ein paar von denen. So, fertig. Es war mir eine Freude. Ja, für mich auch. Herzlichen Dank, Kollege. Wir hauen jetzt ab. Beziehungsweise, ich guck mal eben bei der Schmiede vorbei. Täh. Was wir uns da jetzt Neues craften können. Denn rein theoretisch können wir uns ja jetzt irgendwelche Pfeile herstellen. Hier, tatsächlich. Drachenknochen und Feuerholz. Alter, das sind die fett krassen Pfeile. Gibt es noch bessere? Nee, okay. Wir haben Drachenknochen, glaube ich. Und Feuerholz können wir uns machen. Ich glaube, ich mache mir mal kurz ein paar Pfeile. Ist das eine gute Idee? Ich weiß es nicht. Typ. Gibt es irgendwelche Bögen, die richtig cool sind, die wir neuerdings machen können? Drachenknochen 194. Ich weiß nicht, ob der besser ist, wie den, den wir haben. Eventuell ist der besser. Drachenklamotten sind ja eigentlich schon die besten, ne? Ne, machen wir uns aber nicht. Gut, ich guck mal eben. Wir gehen jetzt sowieso die Diamanten und so weiter auf den Tisch legen. Ob wir ein paar Drachenknochen haben? Ich meine aber ja. Wir müssen hier nur ein bisschen Feuerholz irgendwie machen oder kaufen. Ich weiß es nicht. So, die Reichen werden noch reicher. Natürlich. 8 Amethyste. Jetzt immer nur Amethyste. Das ist von der Farbe überhaupt nicht hübsch. Diamanten sind eigentlich... Ja, okay. Oh nein, nein! Das fällt alles auf den Boden! Wir sind so reich, jetzt... Nimm das mal da weg. Ja, setz dich auf das Falma-Ei. Oh, ist das bequem, du Idiot. Ist der doof. Kein Wunder, dass das Falma-Ei andauernd kaputt geht. Wir kommen gar nicht mehr an alle Diamanten dran. Granatstein mitzunehmen, sehr gut. Wir müssen uns irgendwo eine andere Möglichkeit suchen, so langsam die Diamanten zu bunkern. Hier gibt's, der Tisch ist langsam voll. Am coolsten wäre irgendwie so eine Art Badewanne oder sowas. Weil hier setzt, guck mal, die am Rand sind schon wieder dabei runterzufallen. Hier, die Physik setzt da langsam ein. Da, der rutscht. Verdammt. Das geht nicht gut. So. Rein mit dir. Nee, der Haufen, der macht sich langsam selbstständig. Oh, da schon wieder am runterplumpsen. Ist das ein Chaos. Ne. verrückt ist das. Jetzt schmiert das Spiel ab vor lauter Physik-Engine. Toll, ja, tut mir leid. da muss ich neu starten. Zum Glück gibt's Autosaves. Ja. Nee, ich räume jetzt den Tisch leer. Ich räume den jetzt auf. Wir nehmen die ganzen Diamanten da weg. Und ich muss sie dann erstmal in eine Truhe verwahren oder so. Ich weiß es nicht. So, hier, warte mal. Da sind wir wieder. Wir müssten jetzt wieder ein Bild haben. Fortfahren, bitte. Die Pferdehimmelsrand sind robust und kräftig. Was ihnen an der Schnelligkeit fehlt, machen sie durch ihre große Ausdauer wieder wett. Natürlich. So, wir nehmen jetzt alle Edelsteine mit. Hui, das kann ja nur ein paar Jahre dauern, bis wir hier alles aufgehoben haben. Wahrscheinlich haben wir gleich keine Traglast mehr, wenn wir hier fertig sind. Nee, nicht hinsetzen, du Blödkopf. Gleich schmiert das Spiel ab, weil wir zu viele Klamotten aufheben. Alter, was wir hier alles schon gebunkert haben, das kannst du ja keinem erzählen. Meine E-Taste, die wird hier gerade belastet. Also die E-Taste wird wahrscheinlich die Taste sein, wie man bei einer Tastatur als erstes den Geist aufgibt. Wird zumindest Sinn machen, ne? Ey, da sitzen wir ja ewig dabei, das hier alles aufzuheben. Was mache ich hier nur? Ja. Ah, mein Finger tut weh. Oh, Hilfe, das nimmt kein Ende.
Das ist ein Reichtum, das ist ein Fluch und ein Segen, ne? Also, das ist... Kannst du nicht anders sagen. Her damit. Bloß nicht hinsetzen. Wenn jetzt das Spiel wieder abschmiert, ich drück mal F5. Ja, nicht das hier... Ja. Jetzt können wir auch den Tisch mal wieder sehen, ne? Ist das... Ist ein Holztisch? Wusste ich gar nicht. Mitnehmen alles. Wir kommen gar nicht an alles ran. Weil er zu weit weg ist. Warte, mal den Winkel ändern. So. Alter Verwalter. Da liegt schon wieder was auf dem Boden. So, was? Wie viele sind das wohl? Gleich in der Truhe können wir ja ungefähr sehen, wie viele das sind. Muss man nur zusammenrechnen. Da hinten liegt noch einer. Her damit. So, wir haben alle Steine aufgehoben. Da dürfte nichts mehr rumliegen. Doch, da ist noch was. Her damit. So, sehr gut. Kann ich die irgendwo hier im Schrank? Verdammt, da ist schon was drin. Wie viel Tragplatz ist das? 170 wiegt ja gar nichts eigentlich. 103 Amethyste, 160 Granatsteine, 22 Diamanten. 40 davon, 7 davon, 69 davon, 22, 15. Eine Saphire ist so am wenigsten und Diamanten eigentlich auch sehr wenig. Leider. Rubin, Saphir, Smaragd. Tja, wir haben hier nirgendwo eine Möglichkeit dazu verstauen, glaube ich, ne? So wirklich. Ah, hier doch! Tisch leer. Wotan. Ich muss jetzt 100 Mal drücken. Ah, was habe ich gemacht? Was? Was habe ich da reingetan? Natürlich. Sind wir jetzt nackig? Toll. Blödkopf. Zieh deine Sachen wieder an. Hier ist kein Nudistenfest oder sowas. Wer hat das erlaubt? So. Okay, wir haben hier alles auf einmal reingetan. Ich dachte eigentlich, dass man jedes einzeln anklicken muss. Aber anscheinend, wenn man über 100 hat, tut er das automatisch. Ah, da, wie viele? 116 rein damit. So, und weg. Okay. Ab 100 kommt anscheinend dieses Menü. Das kann ich auch... Ich kann es beeinflussen, ab wann das Menü kommen soll, das weiß ich. Ich habe es aber sehr hoch eingestellt, damit ich selbst mehr Kontrolle habe. Weil mir das auf den Sack geht, da andauernd zu sagen, wie viele man verkaufen soll. 100 scheint die magische Grenze zu sein. So, und weg. Und, ich habe wieder was anderes da reingetan. Müssen wir gleich mal reingucken. Ich glaube, ein Seelenstein oder so war das. So, und was ist da drin? Schwarzer Seelenstein, her damit. Das ist jetzt unsere, ja, unsere Diamantentruhe. Diamanten, die haben jetzt ausgemacht. Alter, das waren jetzt ungefähr 50, um genau zu sein, 52 Kilogramm. Edelsteine. Boah, ey, 52 Kilo. Das fallen mal tun wir da auch rein. Das darfst du keinen erzählen, wie reich wir sind. Und. Ach, hier Olavas Kleinod haben wir auch noch. So. Alles klar. Fertig. Dann können wir jetzt endlich wieder zurück nach Solstheim. Die Episode ist wahrscheinlich schon gleich vorbei. Halt, Moment! Stopp! Aus, 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 aus! Hör auf zu laden! Mann, 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 Mann! Umdrehen! Ich wollte auch nochmal nach Drachenknochen gucken. Ich weiß, wir haben so gut wie nie Drachenknochen mitgenommen, weil ich eigentlich dachte, die haben keinen Sinn. Haben sie aber doch! Weil wir uns ja daraus die richtig fetten Pfeile machen können. Dementsprechend einmal bitte nach Drache suchen. Verdammt, das war klar. Achso, wir suchen bei uns im Inventar. Drachenknochen 42, alle her damit. Machen wir alle zu Pfeilen. Du kannst nicht so viel tragen. Wie schwer sind sie denn bitte, alter Schwede? Gut, wir tun wieder ein paar Drachenknochen weg. So. Alter. Wir haben jetzt auch noch einen Ring, ne? Den kann ich auch noch eben wegtun. Und zwar, den konnten wir nicht entzaubern. Dementsprechend kann der weg. Hier der Auffrischung. Auf Wiedersehen. Sehr schön. Wie viel Feuerholz muss ich jetzt besorgen? Für jeden Drachenknochen ein? Also 18. 18 Feuerholz. Das sollte kein Problem darstellen. Denke ich mal.
Die Frage ist, wie macht man Feuerholz? Ich glaube, dazu muss man Feuerholz irgendwo hacken gehen. Und zwar irgendwo... Geht das hier eventuell? Ich weiß auf jeden Fall, wo das gehen müsste. Da müssen wir eben nach Flusswald reisen. Denn anscheinend ist hier nirgendwo so ein Teil zum... Ah, hier! Nee, kann ich nicht aufheben. So ein Holzscheit müsste eigentlich irgendwo rumstehen. Tut's hier natürlich gerade nicht. Ja, ist egal, dann dauert es jetzt ein bisschen länger, bis wir nach Solstheim zurückkehren. Hier in Flusswald, da gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit, Holz zu hacken, das weiß ich noch. Ja. Ist jetzt mal wieder so eine kleine Ramsch-Episode. Es muss ja auch mal wieder sein irgendwann, ne? Wir müssen ja auch mal hier ein sauberes Inventar kriegen. Oh, Schattenmähne! In Solstheim bist du aber nicht, ne? Ja, bist ja feines Pferdchen, ne? So viel Glück wie wir haben, kommt wahrscheinlich jetzt noch ein Drache. Hätte ich es mal nicht gesagt. Schmelzhütte. Die Schmelzhütte kannst du kaum benutzen, weil die zugewuchert ist. Hilfe! Da! Hallo! Einen guten Tag wünsche ich. Hau ab! Ich muss hier arbeiten, du. Du brauchst eine Holzfäller-Axt, verdammt. Kann ich dir die klauen? Alter Schwede. Muss ich mir erst eine Holzfäller-Axt besorgen. Wo kriege ich die denn her, bitte? Ihr habt Himmelsrand von einer großen Bedrohung befreit. Ihr habt dieses Land gerettet. Unser aller Seelen. Holzfäller-Axt, bitte. Ich brauche eine. Ist hier irgendwo eine? Das kann nicht sein. Das hat jetzt an sowas scheitert. Die haben alle zu. Die haben geschlossen. Was ist hier? Ist hier ein Feiertag in Skyrim? Kann nicht sein. Tja. Finde eine Holzaxt. Ich weiß, dass hier irgendwo mal eine rumlag. Die hat mir auch mitgenommen. Aber das ist natürlich schon Jahre her. Und trotzdem erinnere ich mich so ein bisschen daran zumindest. Weil wir ja damals hier Feuerholz gehackt haben. Da! Holzfäller-Axt. Sehr gut. Oder hatten wir die noch nicht mitgenommen? Ich weiß es nicht. Jetzt haben wir auf jeden Fall die Holzfäller-Axt. Sehr gut. Hackklotz. Jetzt müssen wir zählen. Wie viel kriegen wir pro Schlag? Hoffentlich 2 wird Sinn machen. Und 2. Also müssen wir das 9-mal machen. Einmal. Ist natürlich jetzt sehr spannend. 2-mal. Ja, was soll ich sagen? Ich meine, wir sind ein Mann des Handwerks. Ob wir jetzt Menschen erdolchen oder Holzkeile spalten, das ist ja, oder Holzloks spalten, wie auch immer, ist ja, ach so, der macht das 6-mal pro... Okay, jetzt kriegen wir wieder 6, dann haben wir 12, da muss ich darauf nicht achten. Ich trage zu viel und kann nicht rennen, ist mir egal. Und... Na so. So, der nächste bitte. Das ist ein endloser Vorrat hier an Holz. So, und Schwungholz. Und, ja. So, einmal geht noch. Los. Geh da drauf. Und jetzt hier. Jetzt mit Schmackes. 1, 2, 3. 12 haben wir. Und noch einmal. Dann haben wir 18. Das reicht dann. Lassen wir einen Drachenknochen übrig. Auf jeden Fall haben wir dann die fett krassen Pfeile. Dann gehen wir so ab. Ja, und die Sonne geht schon wieder unter. Ist das nicht hübsch? Bevor die Sonne aber komplett untergegangen ist, sind wir schon wieder in Solstheim unterwegs. Hoffe ich zumindest. Also, pff. Wir haben natürlich wieder ambitionierte Pläne. Das muss man sagen. Aber mir kommt sowieso immer alles anders, als man denkt. So, jetzt müssen wir hier rumschleichen. Das ist jetzt ein bisschen... Ja, tut mir leid. Ich kann ja auch nichts dafür. Automatisch laufen mit C, sehr gut. Die Schmiede ist ja nicht allzu weit entfernt. Machen wir einen kleinen Spaziergang und genießen die ganze Umgebung hier. Also die hat sich aber auch verändert, ne? Als damals, wo wir die Mods noch nicht alle installiert hatten, man erkennt Flusswald ja schon kaum mehr wieder. Wenn ich mir das hier angucke, hier der ganze Steg, der war ja damals nicht da, hier war einfach nur der Fluss. Ich glaube, die Mauer hier war schon, aber nicht so imposant wie jetzt. Eine Schattenmähne. Und von den ganzen Bäumen und ich glaube auch diese komischen Seile, die hier gespannt sind. Ich weiß nicht, ob die schon da waren.
Lebt denn eigentlich noch Harald, unser Kollege hier? Ja, okay, das Kind von Harald lebt noch. Ist auch kein Jahr gealtert. So, Schmiede benutzen, bitte. Practice Arrow. Okay, macht gar keinen Schaden, ist nur zum Üben. Alles klar. Drachenknochenpfeil. Ach so, ob ich jetzt Dragon Steel Arrow mache oder Drachenknochenpfeil, ist komplett egal. Kommt aufs Gleiche hinaus, aber der sieht cooler aus, finde ich, der Dragon Steel Arrow. Dementsprechend machen wir das jetzt. So, fertig. Jetzt müssten wir auch wieder rennen können, weil die Pfeile ja zum Glück nichts wiegen. Wie viele haben wir jetzt davon? Das will ich jetzt mal sehen. Und 400. Ja, Ebernetzpfeil auf Wiedersehen. Und willkommen Dragon Steel Arrow. Die gehen ja sowas von ab. So, ab nach Solstheim. Jetzt sind wir hier. Jetzt haben wir den, ja, den besten Bogen vielleicht noch nicht. Aber hat der eine fette Klinge hier. Auf jeden Fall die besten Pfeile. Besser geht's nicht. Da können sich die Gegner jetzt warm anziehen. So. Schön für die Nordmaid. So, wo muss ich hin? Ich soll ja mit den Ratsherren sprechen. Der spricht, der steht da vorne irgendwo rum. Hallöchen. Ja, okay, das sieht jetzt doch ein bisschen doof auf dem Rücken aus, finde ich. Ja, ist egal. Euer Beitrag zu unserer Gemeinschaft wird niemals vergessen. Ja, sehr gut. Hallöchen. Adriel Arano. Danke, dass ihr gekommen seid. Ihr habt schon so viel für Rabenfels getan und ich will euch nicht noch mehr aufbürden. Aber ich kann nicht riskieren, dass Ratsherr Morwein getötet wird. Er ist in Lebensgefahr? Wie kann das sein? Die Familie Uhlen aus dem rivalisierenden Fürstenhaus Hellalu hat es auf seinen Kopf abgesehen. Warum wünschen die Uhlen denn seinen Tod? Das ist eine Privatsache. Sagen wir einfach, sie wollen die Hinrichtung eines Familienmitglieds rächen, die Ratsherr Morwein persönlich angeordnet hat. Ach so. Das Problem ist, dass ich keine belastbaren Beweise dafür habe, dass sich unter uns ein Angehöriger des Hauses Hellalu verbirgt. Nur meinen Verdacht. Okay. Er befahl die Hinrichtung, das ist seine Angelegenheit, eigentlich schon, aber komm, wir sind ja für jede Quest hier, die wir kriegen, irgendwie, ja, glücklich, dementsprechend, eure Bedenken scheinen gerechtfertigt zu sein, eigentlich nicht, aber komm. Durchaus, aber das heißt nicht, dass sie auch ernst genommen werden. Ratsherr Morwein denkt, ich sei zu misstrauisch. Ich habe Angst, dass ich eines Tages aufwache und er tot ist. Ich will nicht, dass es so weit kommt. Ihr glaubt, es gibt bald einen Angriff auf den Ratsherrn? Ja. Ich habe von meinen Quellen erfahren, dass sich in Rabenfels bereits bestimmte Elemente des Hauses Uhlen, nämlich Haus Hellalu, aufhalten. Warum habt ihr deswegen nichts unternommen? Rabenfels ist ein kleiner Ort, da ist es nicht gerade einfach, hier etwas im Geheimen zu erreichen. Wenn auch nur einer von ihnen zum Haus Hellalu gehört, wüssten sie über jeden meiner Schritte Bescheid. Tja, wo wisst ihr denn nicht, dass ich zum Haus Hellalu gehöre, ne? Nur mal angenommen, ne? Könnte ja sein, ne? So, wie kann ich helfen? Ich wusste, dass ihr mich anhören würdet. Ja, ja. Jo, dann jetzt schieß doch los, wo soll ich anfangen? Ich brauche euch als meine Augen und Ohren. Durchsucht Rabenfels und rottet diese Verräter mit Stumpf und Stiel aus. Am besten bei Geldi Sadri, drüben im spuckenden Netz. Wenn er euch irgendwelche Hinweise gibt, überprüft sie, bevor er mich davon in Kenntnis setzt. Ich kann mir keine Fehler erlauben. Gut, alles klar. Aber erzählt mir doch erstmal ein bisschen was über das Haus Hellalu. Ich habe noch nie was von denen gehört. Verräter, der ganze Haufen. Na, war ja klar. Ihre Zusammenarbeit mit dem Kaiserreich brachte ihnen zwar beispiellose politische und wirtschaftliche Macht, aber ihre Herzen schlugen nicht für das Volk der Dunmeer. Ich schätze, das war ihr Untergang. Hellalu hat jeden Funken Hass verdient, der ihm widerfahren ist, nachdem das Kaiserreich seinen Griff um Morrowind gelockert hat. Aufgrund ihrer alten Bande zum Kaiserreich wurden sie zu den Sündenböcken für das Leid der Dunmeer. Und was geschah darauf mit Haus Hellalu? Sie haben das Kaiserreich mit offenen Armen empfangen und davon profitiert. Am Ende waren sie nicht mehr als großes Haus anerkannt und wurden aus dem Rat verstoßen. Okay, alles klar.
Ihr erwähntet eure Quellen. Welche sind das denn? Ich habe noch immer ein paar Kontakte in verschiedenen Dunmeersiedlungen in Tamriel. Die meisten entstammen dem Haus Redoran, einige aber auch anderen Häusern. Okay. Warum bittet ihr sie nicht, die Sache nachzugehen? Warum muss ich das hier machen? Die meisten meiner Kontaktpersonen leben weit von Solstheim entfernt. Wir können nur gelegentlich eine Nachricht entsenden, die dann auch beantwortet wird. Und selbst das dauert oft Monate. In Zeiten wie diesen sind alle Informationen für das Überleben des Hauses Redoran von entscheidender Bedeutung. Ja, sehr gut. Und es heißt wohl Solstheim. Ich sage immer Solstheim, mit so langgezogenem O. Warum hassen die Dune eigentlich das Kaiserreich? Kann mir das mal einer erklären? Haben die Mist gebaut? Während der Oblivion-Krise öffneten sich auf ganz Morrowind Portale ins Reich des Vergessens. Das Kaiserreich zog den Großteil seiner Truppen aus Morrowind ab, um die Portale in ihre Heimat zu schließen und ließ uns praktisch wehrlos zurück. Damals besaßen wir kein stehendes Heer, nur unorganisierte Widerstandsnester. Ja, okay, das ist natürlich nicht die feine Art. Und wie haben die Dunmeer das dann überlebt? Haus Redoran übernahm die Führung und bewerkstelligte nach und nach den Aufbau einer Armee. Es dauerte zwar Jahre, aber ihre Stärke war nicht zu unterschätzen. Als Jahre später die Argonier einfielen, konnte die Armee von Haus Redoran verhindern, dass sie ganz Morrowind überrannt. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass Haus Redoran die Dunmeer buchstäblich vor der Auslöschung bewahrte. Ja, das ist ja interessant, ne? So, sag mal, weißt du, wer Mirahak ist? Ach komm, wir fragen nicht mehr, wissen es ja eigentlich. Geldris könnt ihr vertrauen. Er ist schon seit langem bei uns. Geldris? Alles klar, wer auch immer das ist. So, speichern. Dann gehen wir mal in den Netzschrein, da waren wir schon mal unterwegs. Beziehungsweise halt. Vielleicht kann ich ja jetzt. Was stehen die denn hier vor der Schmiede rum? Ihr habt unserem Volk so viel Hoffnung. Kann ich jetzt hier rein? Wir stehen für immer in. Ja, perfekt. Ich werde nicht gesehen. Wir wollten ja hier noch was klauen. Aber wir wurden ja damals immer erwischt. Verdammt. Jetzt kriegen wir das hin, pass auf. Ah, noch ein Stück. Verdammt, zu viel. Das kann doch nicht sein, das ist ein Adeptenschloss, Alter. Ah, ey, hallo, was? Geht doch, ey. Rein da und wahrscheinlich steht die jetzt hinter mir. Oder auch nicht. Sehr gut. Was wollte ich hier noch klauen? Hier war noch irgendwas, ne? Ah, hier, die Schatulle. Hier. Her damit. Genau, da konnte ich letztens nicht rangen, weil er hier am Kochen war, der Spacken, der Mallory-Typ. Aber jetzt können wir hier, jetzt können wir uns hier auslassen und den Schatz mitnehmen. Wenn jetzt auch die Stelle gefunden wird, irgendwie mal so langsam. Das kann doch nicht sein, das ist doch nur ein Expertenschloss. Hallo? Wo ist das? Ich hab alles durch. Das ist ganz am Ende hier. Toll. Ja, okay. Hätten wir geschafft, wenn da jetzt nichts drin ist. Natürlich 3 Gold. Aber ewige Heilung, immerhin das. Magiker regeneriert sie 100% schneller. Nicht schlecht. ja. Aber ansonsten ist hier nichts von Interesse. Haben wir alles geklaut. Ich meine, der versteht das, der ist aus der Diebesgilde, der weiß, wie das ist, wenn man andere beklaut. Mein Mann Vendil fürchtet, der Besucher würde. Dementsprechend hat er jetzt mal seine eigene Medizin zu spüren bekommen. Nicht die gesamte Insel ist. So, der spuckende Netsch, natürlich. Hallöchen, was ist hier los? Hä? Hier gibt es bestimmt viele Quests. Also nachts ist hier mehr los, finde ich. Hier waren nur über Leute am Sitzen. Hallöchen. Willkommen. Die Mine ist geöffnet. Die Leute gönnen sich etwas zu trinken. Und ich verdiene wieder Gold. Ganz wie früher. Ja, sehr schön. Tö. Was ist die Spezialität des Hauses? Der edelste Suyama, der je eure Lippen benetzen wird. Meine eigene persönliche Formel, die ich Sadris Suyama nenne. Ich habe die Mischung gerade um einige neue Zutaten ergänzt, die den Geschmack meiner Meinung nach noch verbessern. Ich muss den Leuten nur noch erzählen, dass das Getränk fertig ist. Dann werden die Gäste mir die Bude einrennen. Tja, sehr schön. Könnte ich dabei helfen? Komm, machen wir. Ich hatte gehofft, dass ihr das sagen würdet.
Nehmt diese Suyama-Kostproben und erzählt den Leuten davon. Habt ihr alle verteilt, erhaltet ihr einen Bonus. Sehr schön, ich meine, 10 Leute anquatschen, jetzt kriegen wir hin. Wie wäre es mit einem Getränk für den Helden von Festung Frostmatte? Ja, hat sich schon rumgesprochen, ne? Du, ich bin hier wegen Adriel Arano hier und der sagte, ihr könntet mir vielleicht weiterhelfen bei einer prekären Angelegenheit. Ihr wisst schon, worum es geht, denke ich, ne? Sieh an. Adriel hat jetzt einen Spion, wie? Bei Azura. Er braucht jede nur erdenkliche Hilfe. Er ist schon seit Jahren hinter den Uhlen her. Ihr glaubt, er irrt sich? Nein, aber ich glaube, dass er die Sache falsch angeht. Habt ihr eine bessere Idee? Die habe ich in der Tat. Wenn ihr diese schlüpfrigen Schlachterfische fangen wollt, müsst ihr sie erst zu euch kommen lassen. Und wie kann ich sie dazu bewegen? In der Nähe des Tempels liegt ein Ahnengrab der Uhlen. Jemand hat am Altar im Inneren des Grabes eine Aschsüßkartoffel niedergelegt. Wenn ihr drinnen auf die oder den Unbekannten wartet, erhaltet ihr sicher einige der Antworten, nach denen ihr sucht. Okay, und warum habt ihr Adriel nichts davon erzählt? Warum glaubt ihr, dass ich das nicht habe? Immer wenn Adriel und die Redoran-Wache einen Zug machten, schienen ihnen die Uhlen einen Schritt voraus zu sein und sind einfach nicht aufgetaucht. Okay, danke für den Rat. Dankt mir, falls es funktioniert. Bis dahin würde ich zu dem Grab gehen und dort warten, bis euer Besucher auftaucht. Das hört sich nach einer Falle an. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der hinter der Sache steckt und mit denen zusammenarbeitet. Aber, du sag mal, warum hat der Rat Morvarin jemanden vom Haus Uhlen hinrichten lassen? Hat er sich nicht an die Regen gehalten oder so? Als Vilo Uhlen im Jahr 95 nach Rabenfels kam, wollte er die Kontrolle über unsere Stadt erlangen. Dieser Hund hat geglaubt, er könnte die Einheimischen gegen die Redoran-Wache aufhetzen und Ratsherrn Morwein dann unbemerkt ermorden. Okay. Vilo hat das alles im Alleingang geschafft? Er kam allein, verteilte im Volk aber genug Gold, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Die Hälfte der verdammten Stadt hat sich auf seine Seite geschlagen. Hm. Ist das denn zu fassen? Naja, jeder ist irgendwie käuflich, ne, anscheinend. Und wie wurde Vilor gefangen genommen? Er hat die Redoran-Wache unterschätzt. Sie war gut organisiert und hat seinem Treiben schnell ein Ende gesetzt. Vilor wollte fliehen, aber wurde von Hauptmann Velet persönlich erwischt. Vilor Uhlen wurde kurz darauf hingerichtet und seine Überreste in das Ahnengrab der Uhlen gebracht. Alles klar. Auch eine gute Frage. Das ist ja, wir sind ja hier komplett kulturell auf dem Holzweg. Wir kennen uns ja überhaupt nicht aus. Interessante Frage. Warum legen die Dunmer Aschsüßkartoffeln in ihren Gräbern nieder? Wenn die Dunmer jemanden zur Ruhe betten, verbrennen sie seinen Körper und führen ihn dann in die aschene Erde zurück. Da die Aschsüßkartoffel derselben Erde entstammt, symbolisiert sie Wiedergeburt und Erneuerung, das Ende und den Beginn eines neuen Lebens. Oh, das verstehe ich sogar. Sehr gut. Vielen Dank für die Information. Dann gehen wir jetzt mal dieses komische Grab besuchen. Ja, und das war's dann auch schon wieder. Das Grab muss dann wieder eine weitere Folge drauf warten, besucht zu werden von uns. Ja, wir sind hier wohl irgendeinem Spion auf der Spur. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Typ von gerade nicht der eigentliche Spion ist. Also, tja, ich weiß es nicht. Der verhält sich so ein bisschen, also könnte ich mir zumindest vorstellen. Ja, also irgendwas scheint hier nicht im Argen zu sein. Ich meine, der meinte natürlich, dass er das schon den anderen Typen gesagt hatte, mit diesem Hinweis im Grab warten und so weiter und so fort, aber ist nie einer aufgetaucht. Das kann natürlich auch eine Lüge sein, dass der uns da jetzt hinlotsen will, um uns zu erdolchen oder so, aber ich meine, hat er sich mit den Falschen angelegt, das weiß er nur noch nicht, falls es so ist, ne? Ja gut, dann geht's in der nächsten Episode damit weiter, dass wir hier diesen komischen Spion ausfindig machen und dann natürlich auch zur Strecke bringen werden, ne? Denn hier alles für Rabenfels und so. Das sind ja hier irgendwie ganz nette Leute. Ich meine, ich weiß gar nicht, was mit den Haus Uhlen jetzt so wirklich auf sich hat. Vielleicht sind das auch nette Leute. Ich habe keine Ahnung, aber vielleicht werden wir Haus Uhlen auch mal irgendwann treffen. Vielleicht ist das hier irgendwo ein Dorf auf der Insel noch von denen. Keine Ahnung, werden wir sehen.
Nun gut, das war's für diese Episode. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.